Russen sind eine Oligarchie, die Amis sind eine Oligarchie, wir sind keine Oligarchie. Doch, selbstverständlich sind wir eine Oligarchie. Das ist eine Demokratie. Ja, ja klar, das denken viele, aber Demokratie ist eine, nennen wir eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Wenn du glaubst, die Interessen der Mehrheit setzen in Deutschland durch, dann kannst du daran glauben, wir haben eine Demokratie. Aber wenn ich an Leiharbeit, an Mindestlohn, an niedrigen Sektor denke, an viel zu niedrige Renten, an Zerstörung der Rentenform, der Arbeitslosenversicherung, der Gesundheitsversicherung, dann kann ich nicht sagen, die Interessen der Mehrheit setzen sich durch. Es ist also ein Märchen zu sagen, in Deutschland setzen sich die Interessen der Mehrheit durch. Also haben wir keine Demokratie? Habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber das ist doch krass. Also ich habe in der Schule gelernt, wir leben in einer Demokratie. Ja, klar, ich auch, ja. Gerechtigkeit und Frieden. Informationen, Nachrichten für eine bessere Welt.